Liebe Damen und Herren, Assalamu alaikum und herzlich willkommen zum heutigen Wort zum Freitag. Mein Name ist Cemal Şibliakoviç und ich spreche heute zu Ihnen in der Funktion des Leiters der Sozialabteilung der IGGÖ. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen sein auf ihm, sagte einmal, für jeden Knochen des Menschen hat man jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, Sadaqa zu entrichten. Zwischen zwei Leuten für Gerechtigkeit zu sorgen ist Sadaqa. Einem Mann mit seinem Reittier zu helfen, indem man ihn oder sein Vermögen darauf bringt, ist Sadaqa. Das gute Wort ist Sadaqa. Jeder Schritt auf dem Weg zum rituellen Gebet, sowie das Schädliche von dem Weg zu beseitigen, ist Sadaqa. Das Wort Sadaqa bezeichnet sinngemäß Wohltat und ist ein zentraler Bestandteil der islamischen Lehre. Die IGGÖ und ihre Gemeinden bieten schon seit Jahrzehnten wichtige Leistungen für Menschen in schwierigen Lebenslagen an. Seien es die seelsorgerlichen Einrichtungen in den unterschiedlichen Bereichen wie Krankenhaus, Militär, Telefon oder Gefängnis oder die Beratungsarbeit im Bereich der Extremismusprävention. Und natürlich nicht zu vergessen die vielen und vielfältigen Aktivitäten der einzelnen Gemeinden vor Ort. Der überwiegende Großteil dieser Arbeit, das muss dazu gesagt werden, wird ehrenamtlich geleistet und verdient auch deshalb unsere größte Wertschätzung. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön dafür. Darum wollen wir uns unter anderem auch im Rahmen unserer Social-Media-Beiträge dafür einsetzen, dass das nicht vergessen wird. Und das möchten wir jetzt erneut tun, jedoch in einer leicht abgeänderten Form. Und zwar, indem wir einen kleinen Perspektivenwechsel vornehmen und die Bedeutung der Arbeit von der Seite jener beleuchten, die durch die Arbeit in den einzelnen Abteilungen Hilfe und Unterstützung erfahren haben. Lassen Sie sich überraschen. Und wenn auch Sie den Wunsch verspüren, sich für das Gemeinwohl in irgendeiner Art einzusetzen oder wenn Sie irgendwelche Fragen zu der Arbeit der Sozialabteilung der Glaubensgemeinschaft haben, würde ich mich auch freuen, Ihnen diese zu beantworten. Wir freuen uns über Ihr Interesse und über jede Form der Unterstützung, jede Form der Sadaqa. In diesem Sinne noch einen erholsamen und gesegneten Freitag. Assalamu alaikum.